Mario und Co. reisten durchs All, geführt durch den jungen außerirdischen Clirps. Was für eine Kreatur war er eigentlich? Was sollten diese komischen Geräusche? Wenn man ihn etwas fragte, kam immer nur Clirps ist ein Clirps und Klau. Unsere Freunde konnten nur hoffen, dass es sie auch zum reinen Herzen führen würde. Als sie ihm folgten, erschien etwas direkt vor ihnen. Es war ein winzig kleiner Planet. Kapitel 4.2. Ein Papiernotfall. Bitte was? Dieser Planet scheint etwas klein. Wo führst du uns hin? Irgendwo auf diesem Planeten befindet sich ein Eingang zur Raumumgehung, klar. Das ist eine Abkürzung zum reinen Herzen. Oh, wirklich? Und wo ist dieser Eingang? Klar, 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 jetzt gibt es was zu lachen, Klo. Er ist... Clirps hat es vergessen. Doch, Clirps, nicht so böse an, alles ist in Ordnung. Wir müssen irgendwo gehen, was ist ein Klo? Du kleines Miststück. Ist es dir wieder eingefallen? Nein, ich muss aufs Klo drücken, glaube ich, halte es nicht mehr aus. Schon ist er weg. Dann sehen wir uns hier mal allein um. Wir sind auf dem Planeten Globulus. Hier ist Schitz, Amor. Hart auf dich, Amor. Nix am Erde, Amor. Keine Zeit für blöde Lieder. Glaub, das ist ein Notfall. 100 Jahre her, Amor. Ging ich hier rein, Amor. So langweilig, Amor. Keine Klopapier, Amor. Seit die 100 Jahren, Amor. Warum, warum, Amor? Hast du Papier, Amor? Nur eine Blatt Papier, Amor. Ich flehe dich an, Amor. So, und ich sehe auch einen neuen Gegner. Was? Hier haben wir es auch ein bisschen mit der Schwerelosigkeit zu tun. Und wir haben einen neuen Gegner. Das ist ein langer Tor. Diese Gegner können sich enorm stärken. Maximal KP 12 und Angriffskraft 1. Ihre Reichweite ist nicht zu unterschätzen. So, auf der Hut. Sie wirken entspannt, können aber sehr aggressiv werden. Achso, ist das quasi eine Frau, wenn ihr ihre Tage hat, oder was? Oh, ein Pilz. No, hier auf den Planeten gibt es auch noch so interessante Wesen. Da sind ein paar Münzen. Geschenkt. Knockpunkt. Ein Langtor. Auch. Dreimal draufspringen reicht. Oh, hier hoch, ganz gechillt. Ja, okay, das ist kein Problem. Aha. Da ist etwas Besonderes, aber ich glaube, das können wir noch nicht machen. Ein Münzblock. Was sieht man auch nicht alle Tage. Und ein Ultrapilzmix. Es hat sich also gelohnt, hier reinzugucken. Spring. Spring. Du Trottel. 400. Aber ich glaube, das ist bei diesem seltsamen Ding, das wir gerade gesehen haben. Den Schlüssel handelt, den wir hier brauchen. Lässt sich nicht öffnen. Achso, wir müssen eh alles hier kaputt hauen. Warum hau ich hier nicht herum so raus? Perfekt. Tja, was? Nee. Ah, ich glaube, da gab es ja auch noch so ein böses kleines Rätsel, ne? Saven wir hier mal. Gehen dann da nach oben. Okay, wir brauchen hier das Pixel-Plateau. Und ohne ihn kommen wir hier nicht rein. Oh, das sind
Neue Gegner. Ja, wir sind mit einem Boing-Oing, einen stärkeren Verwandten des Boing-Oings. Maximal KP 8 und Angriff 2, fügst dem Schaden zu, verteilt sich in Mini-Boings. Oh. So, jetzt kommt eine Schnellblume. Das heißt, es verdreifacht unseren Punktestand. Okay, was ist da hinten? Da geht's irgendwo rein. In ein Haus. Block, bist du schick. Lass mich raten, du suchst den Schatz. Dann such nach den Ältesten. Der weiß sowas. Ich hänge hier weiter rum. Okay, der hat nichts in seinem Haus. Das ist interessant. Oh, sieht, okay. Wir müssen nach den Ältesten suchen. Die Röhre führt mich nach nirgendwo hin. Wow. Aber ich glaube, ich habe gerade einen weiteren neuen Gegner gesehen. Ja, pff. Ein Trockenpilz. Das ist das beste Item des, im Paper Mario-Universum. Genau, das ist er. Ein Chop heißt ein seltsamer Organismus, er fliegt durch die Lüfte und Dimensionen. Maximal KP 5 und Angriff 1. Ihn zu verfolgen ist nicht immer einfach, da er die Dimension wechselt. Immer wieder rudert sich jedoch aus, das ist dann deine Chance. Der Chopper. Ja, Moment. Das ist nicht der Chopper aus One Piece. Was hat der hier verloren? Das ist Paper Mario, nicht One Piece. Um 5 gestiegen. Das finde ich okay. Muss ich hier etwa mit Peach hier rüber? Das finden wir jetzt heraus. Neben Peach muss ich da nicht rüber. Mario? Dreh dich mal bitte da um. Der Pfeil zeigt nach oben. Das heißt, hier oben muss etwas sein. Tatsächlich ist da was. Und auch so ein Pixel-Dings. Aber ich will... auch für Peach ihre Pixel-Toadstools zeigen. Was haben wir hier? Das scheint auch kein neuer Gegner zu sein. Ein Hooligan, diese Bewohner des Wellers bestehen aus einer Kette von Gliedern. Maximal KP 2 und Angriff 2 nimmt es Schaden, verliert es dabei Glieder. Der Kopf ist die Schwachstelle. Riff ist dort, um es zu besiegen. Eine Peach ist down. Jetzt habe ich die Geschwindigkeit aus Versehen normalisiert tatsächlich. Was haben wir hier? Scheint nicht der Älteste zu sein, aber ich wollte mit dir sprechen, Mann! Oh, oh Kunde, wie selten. Hey, entspann dich, kein Stress. Was? Raum umgehen? Oh, hab keine gesehen, gegessen auch nicht. Warum die Eile? Oder der Weltraum ist unendlich. Oh, nimm dir Zeit. Hm. Das ist auf alle Fälle falsch. Na, die Pixel Peach können ja nicht schweben. Nur das Original. Und hör auf, in die Tür da reinzugehen. Da waren wir jetzt gerade drin.
Also geh nach rechts, Quietschi Peachy. Genau. Okay. Warte mit Mario. Rüber. Da ist was? Steckt. Ich werde direkt hier angegriffen von einem Spaten. Das gefällt mir ganz und gar nicht, du. Okay, ich glaube, das hier ist richtig, oder? Was haben wir hier? Lauter Fragezeichenblöcke. Ah, shit, ich wollte Pause weg. Ah, egal. Okay, let's go! Fuzzies! Die kämen ja aus Paper Mario, die Legende aus vom Millionentor. So, da, ihr seid neu. Hip-Top, erschießt jeden, den er nicht mag, mit Klangwellen. Maximal Kapizin und Angriff hier. Seine eigenen Schallwellen erschrecken ihn selbst. Anderes Pixel, bitte. Hip-Tor. So, und diese Gegner kennen wir auch. Dieses neugierige Fellknäuel ist ein Fassi. Niemand weiß, wo sie sich durch das Abprallen vom Boden fortbewegen. Abgesehen hiervon ist nichts so viel Besonderes. Maximal Kraft 5 von angefallen. Ich schlage vor, auf Distanz zu bleiben, bis du ihre Bewegung einschätzen kannst. Okay, ich glaube, hier hoch zu springen ist, glaube ich, schlau. Und einfach weitergehen, ne? Wow! So viele Lautsprecher-Viecher. ...1200, Mann. Yeah. Oh, ein Einschläferer! Hä? Was? Okay, das ist Farce gewesen, was da passiert ist. Du scheinst der Älteste zu sein. Sei gegrüßt, Abenteurer. Willkommen in diesem abgelegten Winkel des Alts. Ich bin aktiver Senior-Abenteurer. Ich heiße Plappo, bin 72 oder so. Seit meiner Jugend suche ich den intergalaktischen Megaschatz. Der Schatz der Schätze, und ich habe endlich den Hinweis gefunden. Block, so ganz unter uns. Ich mache dir ein Angebot. Der Hinweis für 1000 Münzen. Schlag ein, ist mir so teuer. Was? Ich gehe etwas runter. Wie klingen denn 100? Verdächtig. Was? Warum ich selber nicht selber nach dem Schatz suche? Ich bin alt. Ich habe gesucht, ich habe nur nichts gefunden. Na gut, 10 Münzen. Ach, vergiss es. Du anschauen, nichts kaufen, ich hasse sowas. Ah, shit. Auf der Schriftrolle steht folgendes: Beim Mann aus Stein dreht ein Raum zu finden, die geheime Tür. Ja, okay, genau. Diese Schriftrolle brauchen wir. Space Food! Halt, zack, 10 KP. Hier kommen, der Hapazer kann von mir aus weg. Diese Hip-Tor, die jucken uns nicht. Ich glaube, ich gehe lieber ins Pausenmenü. Ganz normal rein, weil das Schnellmenü das ist sowieso seltsam, auf 1 und 2 gleichzeitig drückt. Das mag ich nicht. Okay. Aber wir haben hier anscheinend eigentlich relativ gut abgeräumt.
Wahrscheinlich sind in der 3D-Ansicht noch ein paar weitere Gegner im Start. Aber dass hier Mario und die anderen einfach so ohne Sauerstoffhelm hier durchkommen, das ist auch relativ verwunderlich. Okay, das ist ein Planet, bei dem Leben möglich ist. Okay. Das ist dann, macht dann doch irgendwie Sinn, aber... Ja, was soll ich sagen? Au. Warum ist was? Ich rieche ein Secret. Und ich habe auch ein Secret gefunden. Und hier kann man wieder ein paar Münzen mitnehmen. Wer Langeweile hat, der kann hier sowieso auf und ab springen. Aber ich werde jetzt hier nicht alles mitnehmen. Ist da sonst nichts? Nee. Was? Jetzt bin ich wieder da unten gelandet. Aber ich muss jetzt sowieso ganz nach hinten latschen. Und dann von dort wieder reinkommen, wo ich hergekommen bin. Ja. Aber es gab nur... etwas Verstecktes. In dem Raum. Okay, sonst haben wir aber nichts mehr entdecken können hier. Okay. So, das hier ist die verschlossene Tür. Da müssen wir dann reingehen. So, das Papierproblem haben wir jetzt gelöst. Warte, Papier, Amor, nur eine Platte, Amor. Ich flehe dich an, Amor. Papiere, Papier, Amor. Papiere für mich, Amor. Papiere mi, Amor. Hier, bitte. Lippo hat auf dich gewartet. Endlich Papiere. So sage ich Tschüss, Amor. Weg mit dir, Amor. Vorbei, Amor. Das ist nicht mehr aus. Krebsplatz, alle Mann verwahrt. Ah, eine Wunder ist ja geschehen. Filippo fühlt sich gut. Diese Papiere von den Tieren. Filippo hat so lange für dich gewartet. Sie, für diesen Moment. Nichts, was ihnen nützlich, sie. Aber ist ja uns egal, ob Maestro gut oder böse. Doch Filippo wollte es sei gut. Darum warte hier am Morgen. Und hast du gefunden am Morgen? Danke schon, Amore. Von diesem Moment, du und Filippo sind Freunde, für immer. Filippo, die Folge, Amore. Wahre Freunde, Amore. Das Vampire Pixel, Filippo ist jetzt dein Freund. Mit Filippo kannst du Teile des Bildschirms umdrehen. Wer weiß, was du auf dieser Weise findest. Auf der Rückseite von Unglück ist der Glück versteckt, du, Filippo, Amore. Oh, jetzt geht's Clear wieder besser. Okay, suchen wir weiter nach der Raumumgehung, Clear. Er kann auch, er kann aus irgendeinem Grund schweben. Okay, macht ja auch irgendwie Sinn. Bei dem Kleinen. Ah, jetzt dürfen wir jetzt wieder dorthin zurückgehen. Oh, das ist ja eh direkt um die Ecke. Hier wird gedreht und wir bekommen einen Schlüssel. Hm. Wo müssen wir denn wohl einsetzen? Ich glaube, hier unten. Direkt sau schwer versteckt, ne? Eine Horde Fassis. Ist da hinten noch was? Ja, da hinten ist das Ziel. Also kann ich noch in diesem Part den Level hier beenden.
fuck. Ich wollte ein bisschen skillen hier. Hab direkt verkackt. Okay. Danke für das Ansehen. Lasst gerne ruhig eine Bewertung da. Abonniert meinen Kanal. Und dann heißt es bis dann und ciao, meine lieben Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.